Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part zu Medal of Honor. Im letzten Part haben wir einen Spaziergang durch den Wald gemacht, um die Festung Schmerzen zu infiltrieren. Haben wir auch geschafft und jetzt geht's weiter. Wer das lesen will, drückt bitte wieder auf Pause. Jetzt sind wir in engen Gängen auch wieder unterwegs. Aber wir werden nicht wirklich die Schrupfende nutzen. Da muss der Gegner wirklich sehr nah dran sein. Und hier gibt es viele Gegner, die halt eine MP benutzen. Deswegen werden wir es gleich tun. Halt! Schade, ich dachte, es explodiert. Okay. Natürlich hatte ich es wieder vergessen. Sende ein falsches SOS. Suche nach den Befehlen von Oberst Müller. Schlüssel für die unteren Bereich beschaffen. Ich bin auch der Meinung, hätte ich jetzt den Part nicht gesplittet, wären wir garantiert vor 50 Minuten gekommen und das wollte ich ihm halt verhindern. Deswegen seht's mir nach, dass er da halt nur einen Teil der Mission erstmal in einen Part zu sehen bekommt. Meist hat sich das immer bewahrheitet, wenn ich gesagt habe, ach, ich zieh das jetzt durch hier, so lange dauert's nicht, und am Ende hat's doch länger gedauert als erwartet. Hier. Hat das SOS gesendet. Ist nur noch den Schlüssel oder nach den Befehlen und den Schlüssel suchen. Und dann natürlich den Ausgang dann noch finden. Ich muss dazu sagen, nämlich nach wie vor, auch wenn diese komplette Mission auch sehr schwer sein kann, ich liebe diese Mission. So viele von euch getötet und ihr wollt mich immer noch fangen. Ihr werdet mich niemals kriegen! Au! Hey! Da geht's runter. Jetzt muss ich selber auch erstmal gucken. Nee, wir warten noch. Hier wählen wir uns irgendwie in den Rücken fallen können, aus irgendwelchen Gründen. So. Mann. Da kamen wir her. Ja, wir gehen erstmal nicht durch den Schacht. Ich glaube, es ist irrelevant, wo wir jetzt lang gehen. Hier war doch irgendwo. Ach, das war hier oben. Ich dussel. Gehen wir noch. Mal her mit der Munition hier. Ich brauche Muni. Wo? Da ist hier. Ist da noch einer steht. Hier geht's noch weiter runter. Meine Fresse, ey.
Alter Schwede hier. Scheinbar habe ich das doch falsch in Erinnerung, dass hier scheinbar doch nicht allzu viele MP rumlaufen. Das ist komisch. Wer will noch was? Wir sind vom OSS. Wir machen den Weg frei. Geht's hier hin? Das Ende können wir auch nur erreichen. Also den Ausgang, wenn wir auch den Schlüssel haben. Aber ich glaube, es kommen sowieso noch ein paar Befehle hinzu. Zumindest einer. Mein Gott, geh doch von der scheiß Leiter weg, ey. Ich laufe hier kreuz und quer durch den gesamten scheiß Bunker, ey. Warte mal. Okay. Das war hier aber noch, was wir machen müssen. Aber ich glaube, wir sind hier trotzdem nach wie vor richtig. Ach, gib mir doch MP. Das ist der Ausgang, kann ich schon mal sagen. Sehen, was da drin ist. Munition und Schrotflinte. Na komm, wechseln wir Schrotflinte. Alarm! Oh! Alter, hier, ich habe mich jetzt schon komplett verirrt. Hier hat jemand irgendwo eine Granate geschmissen. Vielleicht hat er sich selber gesprengt, weil er so doof ist zum Werfen. Ja, komm ran, Alter, ich kann dich nicht von der... Gisch mir auf die Eier, Junge. Hast mich einiges an Leben gekostet, du Spast. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Okay, hier scheinen wir schon mal richtig zu sein. Herr Müller, sind Sie da? Mit Blaulicht bitte. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Aber die Befehle haben wir noch nicht. Bedeutet, wir müssen noch einige Abschnitte des... Alter!
einige Abschnitte des Bunkers noch erkunden. Aber hier unten sollten wir, wie gesagt, fertig sein. Ey, mein Leben macht mir jetzt schon wieder zu schaffen. Sehr gern mit. Was war denn mit dir verkehrt? Ende des Levels erreicht. Warnung, nicht alle Einsatzziele erreicht. Das ist immer eine Warnung. Man sollte das Level noch nicht beenden, weil wir haben die Befehle noch nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es fehlt da noch irgendetwas. Okay, hier sind wir erstmal fertig. Also nochmal zurück. Kommando zurück. Hätte ich das jetzt noch in einen anderen Part gebracht, wären wir, glaube ich, schon bei über 30 Minuten. Geht's hier irgendwo hin? Ah, Munition. Bin ich denn hier schon lang gegangen? Nein. Oh, da. So, neue Befehle gefunden, neue Einsatzziel, genau. Suche eine Gasmaske. Hallöchen. Gehen wir mal hier runter. Euer Ernst. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir die Gasmaske finden werden. Aber wenn hier schon nochmal Gegner sind, würde ich sogar behaupten, dass wir richtig sind, eventuell. Nee, Quatsch. War noch irgendwo, muss doch eine verschlossene Tür gewesen sein. Wir gehen am besten nochmal Richtung Ausgang, weil da muss irgendwo die Gasmaske sein. Weil da muss irgendwo noch eine Tür sein, die verschlossen ist. Weil ich kann mich so ein bisschen entsinnen, dass das wirklich die Gasmaske in der Nähe des Ausgangs ist. Leitern, ey, ich hasse die. So, jetzt müssen wir nochmal. Die Art von Tür meine ich nicht. Ist das wieder zu? Ah, okay, ich dachte jetzt, dass die Tür dann so Bug hat, dass die dann wieder zu. Permanent so bleibt. Okay. Tür, wo bist du? Alle Offiziere,
schon Tür, zeig dich. Hier waren die Kajüten oder Betten, whatever. Oder lag die hier irgendwo? Ich trottel, okay. Ich hätte mir jetzt wirklich unnötig Zeit gemacht. Macht auch keinen Sinn. Ja, wir haben alles. Gehen sogar mit volles Leben raus. Oh, herrlich. Sogar 3 Sterne. Alles klar. Und weiter geht's in den letzten Abschnitt der Mission. Wer es lesen will, drückt bitte wieder auf Pause. Gut, so, öffne Gasventil 1, öffne Gasventil 2, verlass die Festung. Mehr gibt es nicht am Missionsziel. Alter. Nicht hinten spawnen, das ist unfair. Er hat überall geschossen. Okay, wir müssen nochmal zurück. Da war nämlich auch noch eine Tür, da will ich auch noch mal rein. Oder beziehungsweise ein Durchgang. Gewehr kann ich jetzt nichts anfangen. Mein Gott, geht doch da dran vorbei. Mist. Bleiben wir erstmal bei der Schrotflinte. Alter, da haut er mir seinen Kolben ins Gesicht. Oh, hat jemand Granate geworfen? Schon tot. Nein, lass mich durch. Was ist das schon? Alter. Ich gehe hier durch wie Butter, ey. Habe ich die Schrotflinte doch ein bisschen unterschätzt. Gib mir genau. Da, 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 da. Aha. Okay, bevor ich jetzt hier da runter gehe. Granaten. Sonst hier noch was? Munition. Ah, Schrotflinte, gib mir doch für meine Thompson.
Was ist jetzt los? Warum sehe ich meine Waffe nicht? Was war denn das jetzt für ein Bug? Alter, ey. Mach mich nicht fertig. Oh Mann, ich bin voll konzentriert hier. Oh. Was haben wir hier? Großes Medipack. Das lassen wir erstmal liegen. Das glaube ich weniger. Das war arschknapp, ey. Ich erinnere nur mit den Hunden. In der ersten Mission. Und schon ist die Munition auch schon wieder weg, ey. Ich glaube, hier ist wieder der richtige Weg und den Weg, wo ich das eine Ventil noch öffnen muss, ist auf der anderen Seite. Oh. Genau. Ey, was? Hä? Fick dich. Holen wir uns erstmal noch das. Okay. Ja, haben wir geschafft. Nur noch die Anlage verlassen und dann haben wir es geschafft. So. So läuft das. Hier los? Wurde es nicht geladen oder was? Hä? Ja, der Bereich wurde eben nicht geladen. Alles klar. Mach mir jetzt nicht fertig, PlayStation, Alter. An der CD ist nichts dran, ey. Spring hoch, du Hirte. Ich zieh raus. Und das war's auch schon mit der Mission. Die wichtigste Waffe im Blitzkrieg von 1939 neben Panzern und Artillerie war der Stuka-Bomber. Seine Kanonen konnten jede Panzerung durchschlagen. Und das pfeifende Geräusch wurde in psychologischer Hinsicht eine genauso mächtige Waffe wie die abgeworfenen Bomben. Doch die Erfolge der Deutschen mit den Stukas waren nur kurzlebig. Die alliierten Luftstreitkräfte eroberten schon bald wieder die Vorherrschaft am Himmel über Europa. Gut, damit haben wir wieder eine Mission abgeschlossen. Während ich speichere, bedanke ich mich schon mal, dass ihr zugesehen habt. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid im nächsten Part wieder mit am Start
und freut euch drauf. Also Leute, haut rein und ciao.